Das ist genau wie bei der umgekehrt. Ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Alles, wovon die Ausführung und die Durchführung des Wajib abhängig ist, ist auch Wajib. Diese Regel wird aber auch missverstanden. Und um dieses Missverständnis kurz aufzuheben, eine kleine Erläuterung zu dieser Regel hier. Diese Regel sagt nicht, ma la yatimu al-wujub illa bihi fa huwa wajib. Sie sagt, ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Das sind zwei verschiedene Ausdrücke. Die haben zwei verschiedene Bedeutungen. Das, wovon die Erfüllung einer Pflicht, einer bereits ja, in zur Pflicht gewordenen Tat abhängig ist, ist auch verpflichtend. Sie sagt nicht, das, wovon das Pflichtwerden oder zur Pflichtwerden einer Tat abhängig ist, ist auch verpflichtend. Das sind zwei verschiedene Dinge. Anhand eines Beispiels soll das vielleicht wird es deutlicher. Eine Frage. Jemand hat kein Geld für die Hajj. Die Hajj ist eine Pflicht. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. Du hast nicht das Geld dazu, bist du dazu angehalten, dieses Geld zu erwirtschaften? Nein. Nein. Du hast nicht den Nisab der Zakat, bist du dazu angehalten, den Nisab zu erreichen? Nehmen wir mal an, die Bedingungen für das Salat al-Jumu'ah sind 40 anwesende Personen, Männer, wie es der Madhab mancher Fuqaha ist. Ich bin in einem Dorf, in dem keine 40 Männer vorhanden sind. Ist es meine Pflicht, dafür zu sorgen, 40 Männer zusammenzukriegen? Ist nicht meine Pflicht. Tayyib. Inwiefern gilt dann diese Regel hier? Wisst ihr, was der Unterschied hier ist zwischen diesem Beispiel und zum Beispiel, jemand hat kein Wasser vor Ort. Er hat kein Wasser zu Hause und die Gebetszeit ist eingetroffen und er muss den Wudu nehmen. Darf er Tayammum machen? Darf er nicht. Warum? Er kann runtergehen und eine Flasche Wasser kaufen. Muss er die kaufen? Er muss sie kaufen. Nehmen wir an, ein anderes Beispiel. Da gibt es keine Geschäfte, aber es gibt einen Brunnen. Er hat aber keinen Seil und keinen Eimer. Er muss einen Eimer kaufen. Wo ist der Unterschied zwischen diesen Beispielen und den Beispielen, die wir am Anfang genannt haben? Der Unterschied ist ganz offensichtlich. Die Dinge, die wir am Anfang genannt haben, waren noch gar nicht zur Pflicht geworden, weil die Bedingungen der Pflicht des Wujub, Shurut al-Wujub, gar nicht gegeben waren. Eine Bedingung der Pflicht des Hajj ist, dass man das Vermögen dazu hat, al-Qudra. Die war gar nicht gegeben, also ist es nicht verpflichtend. Und wir haben, wie gesagt, nicht gesagt, alles, die Regel lautet, alles, wovon die Ausführung bereits zur Pflicht gewordener Taten abhängig ist, ist verpflichtend. Der Hajj ist noch nicht verpflichtend. Das Jumu'ah ist auch noch nicht verpflichtend, wenn die Bedingungen gar nicht gegeben sind. Jetzt in diesem Beispiel das Tayammum, aber das Gebet verpflichtend oder nicht? Wenn die Gebetszeit eingetroffen ist, ist er von dem Gebet angesprochen. Es ist bereits zur Pflicht geworden. Also ist er auch dazu angehalten, sich um die Bedingungen dieser Pflicht zu kümmern. Verstehst du den Unterschied?